Hallo bei eGroupware. Ob Schule oder Uni, Bildungseinrichtungen haben spezielle Anforderungen, was Organisation und Verwaltung angeht. Informationen von Professoren, Mitarbeitern, Sekretariat und von Studenten und Schülern sollen hier verknüpft werden. Einige Hauptaufgaben sind der Verleih von Geräten und Technik, die Belegung von Räumen oder die Nutzung von Fahrzeugen, die Verwaltung von Stundenzetteln für Mitarbeiter und studentische Hilfskräfte und der Austausch von Unterrichtsmaterialien oder Sitzungsprotokollen. Die eGroupware-Ressourcenverwaltung ersetzt einzelne Listen und Aushänge und kann den Verleih von Beamern, Mikroskopen oder Laptops oder die Nutzung von Sportplatz, Sitzungssaal und Labor übersichtlich abbilden. Zunächst legt der Nutzer im Ressourcenmodul eine Kategorie wie zum Beispiel IT oder Räume an. Das macht er unter Admin und globale Kategorien. Über den Admin im Ressourcenmodul werden dann auch die Zugriffsrechte konfiguriert. Ein Ressourcenverwalter ist verantwortlich für Rückfragen und Buchungen dieser Kategorie. Der Verwalter einer Kategorie wird über eine Mail automatisch über Anfragen informiert. Lesenden Zugriff haben alle Mitarbeiter, die die Ressource sehen können sollen. Eine direkte Buchungserlaubnis bekommen nur Personen, die Ressourcen direkt buchen und dabei auch Konflikte ignorieren dürfen. Nachdem die Zugriffsrechte geregelt sind, erstelle ich eine neue Ressource, zum Beispiel Beamer, Laptop oder Konferenzraum, und weise sie einer Kategorie zu. Möchte ich jetzt einen Beamer buchen, klicke ich ihn an und wähle dann den Zeitraum. Die Software zeigt automatisch Buchungskonflikte und macht neue Terminvorschläge, sollte der Beamer an diesem Tag schon vergeben sein. Gleiches gilt für die Belegung von Räumen. Ist ein Besprechungsraum schon belegt, zeigt eGroupware Alternativtermine und schickt dem jeweiligen Ressourcenverwalter eine Anfrage. Das Ressourcenmodul ist mit dem Kalender verknüpft. So können Buchungen von Geräten, Räumen oder Fahrzeugen auch im Kalender angezeigt und bearbeitet werden. An Universitäten müssen außerdem Stundennachweise von Mitarbeitern und Hiwis genau erfasst werden. eGroupware bietet mit der Stundenzettelfunktion eine genaue und sichere Dokumentation. Mitarbeiter können in diesem Modul neue Einträge anlegen, Start- und Enddatum notieren und genau angeben, für welches Projekt die Stunden erbracht wurden. Eine weitere praktische Funktion für Schulen und Hochschulen ist unser Dateimanagement mit den File-Sharing-Optionen. Hier werden wichtige Daten und Informationen schnell geteilt. Verschiedene Gremien oder Ausschüsse an Hochschulen müssen Sitzungsprotokolle und Materialien für Teilnehmer zugänglich machen. Im eGroupware File-Sharing können zum Beispiel Dateilinks gesendet und Zugriffsrechte für verschiedene Ordner reguliert werden. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Dateimanager-Tutorial. Mit Ressourcenmodul, Kalender, Dateimanager und Stundenzetteln verwalten Hochschulen effizient ihre speziellen Aufgaben und schaffen eine Schnittstelle zwischen Professoren, Angestellten, Sekretariat und Studenten. Zu weiteren Anwendungsbereichen an Schulen und Hochschulen fragen Sie uns gezielt nach Lösungen für den Bildungsbereich.